Come on, everybody, clap your hands. Oh, I hope you're fine. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the quiz, and it goes like this. Come on, let's quiz again, like we did last winter. Come on, let's quiz again, mit dem BDKJ. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der BDKJ Quiz Night. Heute Spielefest Edition, weil eigentlich heute das Nürnberger Spielefest wäre im Haus Eckstein in Nürnberg. Brettspiele das ganze Wochenende lang. Richtig geil. Allerdings haben das ja wahrscheinlich die eine oder andere mitbekommen, die unsere Quiz Night verfolgen, die es ja jetzt bald schon fast seit 2 Jahren gibt. Wir haben da so eine Pandemie, deswegen spielen wir nicht auf engstem Raum Brett, sondern wir spielen mit euch heute hier wieder digital, beziehungsweise nicht spielen, sondern wir quizzen quasi gemeinsam. Genau. Heute in einer anderen Besetzung, als ihr es vielleicht sonst gewohnt seid. Heute mit 3 Herren, dem Andi, dem Daniel und meiner Wenigkeit, weil die Damen heute leider anderweitig beschäftigt sind und keine Zeit haben und deswegen machen das heute wir 3. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen mit euch wieder ein wundervolles Quiz. Wir haben 5 Kategorien, jeweils 5 Fragen dazu. Die sind wieder ganz bunt gemischt. Wer gerade aufgepasst hat, sie wurden schon genannt im kleinen Werbevideo. Das sind einmal Schere, Stein, Papier, Mensch, ärgere dich nicht von Weihrauch und Püree. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Warte mal, was haben wir denn noch? Jetzt habe ich sie schon wieder vergessen. BDKJ, JHA und KJR, glaube ich, hattest du vergessen? Heißt anders, also ja, genau. BDKJ, KJR und JHA, weil das ja so cool klingt wie mit bei MFG von Fanta 4. Also, naja, das war zumindest die Idee dahinter. Und noch eine, oder hatte ich alle? Ich glaube, es waren 5. Waren 5, perfekt. Genau, ja, die 5 haben wir. Wie immer lässt sich bei manchen Kategorien daraus schließen, was für Fragen kommen, bei anderen nicht. Das ist ja mittlerweile so unser Steckenpferd geworden. Und wir wollen euch auch gar nicht weiter groß jetzt hier auf die Folter spannen, sondern wir starten wie jedes Mal mit unserem Testquiz, was vor allem für die Leute interessant ist, die noch nicht mit uns Kahoot genutzt haben und noch nicht mit uns gequizt haben, damit sie das einfach mal ausprobieren können. Das heißt, ihr startet jetzt die Kahoot-App oder geht auf kahoot.it, wie es oben auch schon dasteht, und gebt dort einfach den Spiele-Pin ein, den ihr hier seht. Das ist die 224-0056. 7. 5-7, Entschuldigung. Almost. Und dann warten wir einfach mal kurz. Und dann gucken wir, wie viel Spiele heute haben. Und einer von den Herren muss vielleicht noch seinen WhatsApp-Ton ausschalten. Oh. Genau. Ja, wir warten einfach mal kurz. Es ist natürlich immer schwierig einzuschätzen, wie viele Diakone for the win. Jawohl. Wir haben schon wieder Teamnamen, die schon wieder begeistern mich schon. Ja, man kann vielleicht schon so viel verraten. Das ist jetzt nur das Testquiz. Das sind jetzt 4 Fragen, um euch kurz vorzustellen, wie es funktioniert. Ihr müsst euch da noch gar nicht so viel Mühe geben mit den Namen, weil richtig relevant werden die ja quasi erst bei dem richtigen Quiz dann. Also da. Ja, man kann auch jetzt schon mal Gas geben. Ja, also das auf jeden Fall. Also es wirkt doch so, als würde sich jetzt schon Mühe gegeben. Ja, ich glaube auch. Also da haben sich Menschen, glaube ich, vorher Gedanken gemacht. Ja, Dani, du wirst gefragt, wie es in Trondheim ist. Kalt und also mittlerweile nicht mehr ganz so dunkel. Aber also es geht. Man kann ganz gut fahren, sage ich mal. Und es ist also insgesamt geil. Aber ja. Genau, der Daniel ist quasi hier gerade unser norwegischer Austausch-Moderator. Auslandskorrespondent.
Aus als Korrespondent, ja, hier live aus dem hohen Norden. Aber ich habe keine Zeitverschiebung, also ist easy. Ist jetzt nicht morgen natürlich oder so, das ist ja was anderes. Gudi, ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. Ja, das Testquiz auf jeden Fall, würde ich sagen. Genau, das Testquiz, also wer auch dann noch nachkommt, kann sich da auch jederzeit noch mit dem Pin, der dann eigentlich weiterhin, glaube ich, eingezeigt wird, einwählen. Genau. Wie gesagt, es gibt vier Möglichkeiten bei dem Quiz, die wir haben. Das ist, ergibt sich jetzt, glaube ich, beim Durchspielen gleich. Wir starten mal mit der ganz normalen Quizfrage, die da heißt, wie schreibt man 1? Da gibt es jetzt vier Antwortmöglichkeiten, nämlich 1, 2, 3 oder 4. Ihr drückt einfach auf eurem Handy oder Smartphone oder wo auch immer ihr unterwegs seid, das Symbol, was hier quasi bei der richtigen Antwort steht. Und ihr seht auch, links läuft ein Timer ab, wenn entweder alle Teams eine Frage beantwortet haben oder der Timer abgelaufen ist, dann kommt die Lösung. Das war jetzt natürlich relativ einfach. Es ist 1. Wichtig ist noch vielleicht zu erwähnen, wir haben eine Zeitverzögerung von ungefähr 10 Sekunden. Also was ich hier sage, kommt ungefähr erst in 10 Sekunden bei euch an. Heißt aber für die Zeit, wenn da 10 Sekunden bei euch im Bildschirm steht, dann seid ihr wahrscheinlich schon zu knapp dran. Also so bei 20 Sekunden solltet ihr euch dann sputen. Genau. Die zweite Kategorie-Möglichkeit, die es gibt, ist wahr oder falsch. Und da ist jetzt die Frage, machen Andi und Daniel heute mit euch ein Quiz? Ja oder eben nein? Also wahr oder falsch? Andi, du hast einen wunderschönen Bart, muss ich sagen. Also. Ich könnte mich gar nicht entscheiden, wer von beiden nicht sein wollte. Ich glaube mal, so ein Bart. Ihr könnt beides werden, wenn ihr wollt. Kein Problem. Also. Ich glaube, bei meinem aktuellen Bartwuchs müsste ich dann doch eher so meine 50 Jahre drauf warten. Alles klar, wir gehen hier weiter. Jetzt gibt es die Möglichkeit, eine Antwort einzugeben, also quasi freie Eintippmöglichkeiten. In diesem Fall ist die Antwort die Lösung. Dementsprechend gebt eure Antwort ein. Ja. Wenn ihr Rechtschreibfehler macht, dann ist es eine falsche Antwort, nur so. Ja. Also wenn ihr eine Antwort eingebt, sollte die schon auch richtig geschrieben sein, so nach eurer Überzeugung zumindest. Nach dem deutschen Duden im Normalfall. Ja, wenn es das falsche Wort ist, ist es ja immer noch falsch, egal ob richtig geschrieben oder nicht. Also ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, man sollte da auch seinen Überzeugungen folgen. Ja, ich glaube auch. Ich glaub auch. Also. Ja, Lösung war es nicht, aber Antwort war richtig. Und dann kommen wir noch zur vierten Möglichkeit, das ist das sogenannte Puzzle. Da geht es darum, Sachen zuzuordnen oder in eine richtige Reihenfolge zu bringen. In dem Fall geht es jetzt darum, die Zahlen in die Reihenfolge zu bringen, wie man sie kennt. Ich kann so viel verraten, es ist meistens nicht 3, 1, 4, 2. Wie manche Menschen hier schon sehr erfolgreich natürlich auch festgestellt haben, kann man bei YouTube selbstverständlich auch den Chat benutzen und uns Dinge schreiben, die wir dann lesen können, sollten wir hier, also wir machen keine Fehler, deswegen auf Fehler hinweisen ist eigentlich sinnlos, aber da kann man uns trotzdem Sachen schreiben oder Dinge anmerken. Wir lesen das. So. Außerdem, was auch noch ganz wichtig ist, für das Quiz, das jetzt kommt, ihr dürft natürlich die Antworten nicht googeln. Wir werden das herausfinden und ihr werdet dann disqualifiziert. So, und hier sind wir auch schon wieder. Diesmal mit dem richtigen Pin für das Quiz, das jetzt doch immerhin 25 Fragen umfasst. Genau, die sind auch nicht mehr ganz so einfach wie jetzt dieses Testquiz, würde ich sagen. Also wir haben doch schon ein bisschen... Ich würde sagen, vielleicht einzelne sind vielleicht doch recht einfach. Ja, man wird sehen, wir haben da, glaube ich, für jeden was dabei. Manche sind beantwortbar, manche sind, also sage ich mal, schon hardcore. Aber wir können ja hier auch, wenn es halt was zu gewinnen gibt, können wir auch nicht einfach hier die Fragen zu einfach machen. Das wäre ja auch zu leicht. Das war ein guter Hinweis, ne? Wir haben noch gar nicht erzählt, was man heute gewinnen kann. Also...
Heute gibt es nicht den Neujahrs-Prosecco, den es beim letzten Mal gab, sondern heute gibt es einen Spielgutschein für den Ultra Comics in Nürnberg zu gewinnen. Wir hoffen natürlich, dass wir, also wer bei der letzten Quiznacht halt schon dabei war, der weiß, da gab es irgendwie plötzlich 4 Sieger innen. Ja, wir hoffen, dass es das diesmal nicht gibt, aber in weiser Voraussicht haben wir den Gutschein auch noch nicht besorgt. Das heißt, es wäre auch noch eine Möglichkeit, ihn aufzuteilen, falls wir auch wieder mehrere Gewinner haben sollten. Entsprechend, weil es aber Sachen zu gewinnen gibt, wir finden heraus, wenn ihr hier cheatet. Google ist verboten, Lexikon verboten, Denken ist erlaubt. Ja, naja, Brockheim wird im Schrank gelassen. Nachbarn fragen ist auch erlaubt, ja. Also alles, was... Ja, Nachbarn fragen wäre okay. Alles, was menschliche Eigenleistung ist, akzeptieren wir hier. Aber alles, was Fremdleistung ist, das wird hier böse bestraft. Gut. Ich glaube, wir hatten gerade auch 13. Ich glaube sogar nur 11. Oh. Ja, 11 hatten wir davor. Dann ist 13 wundervoll. Ja. Ja, ich bin sicher, dass ich es lesen kann, Tim. Nein, Tim, die Bibel ist auch ein Buch, die ist nicht erlaubt. Um hier die... Die musst du auswendig wissen, sonst kannst du dir nichts beantworten. Also. Als Theologiestudent sollte das doch kein Problem sein. Gut, aber wir bleiben bei 13, das heißt eigentlich, wir können starten. Hätte ich jetzt auch mal gesagt. Ja, und die ersten Folien sind eh noch, da gehen wir einmal kurz durch. So, yo, willkommen zur Quiz Night Spielefest Edition. Das haben wir ja auch gerade schon erwähnt. Bitte schaut nicht in Büchern nach oder in irgendwelchen Suchmaschinen oder ne, in den Weiten des Internets, sondern versucht einfach alles mit eurem Kopf zu lösen. Und wenn ihr es nicht wisst, dann ratet einfach. Es ist ja meistens so eine 25-prozentige Chance, dass man richtig tippt. Hat man ja meistens dann. Bei manchen 50%. Genau. Also. Und einmal hier auch nochmal kurz der Hinweis. Wir haben ungefähr, also keine Ahnung, es sind manchmal irgendwie 9, manchmal sind es 11, Sekunden Verzögerung. Das heißt so, wenn ihr auf dem Bildschirm die 20 seht, die runterläuft, lockt am besten dann so langsam mal ein, weil sonst wird es echt ein bisschen knappi. Gut, und die erste Kategorie, die da lautet BDKJ, KJR und JHA. Startet mit Frage 1. Eine der bundesweiten Aktionen des BDKJ ist eine Sozialaktion. Wie lange dauert diese Sozialaktion? Dauert sie 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden oder 96 Stunden? Ich denke, man sieht hier auch schon ganz gut, theoretisch heißt die Aktion auch so, wie viele Stunden sie hat. Das haben wir in dem Fall jetzt mal ausgegrünt. Das ist schon mal gut. Nicht, dass wir hier wieder im Fragebild die Antwort spoilern. Das hatten wir nur ein einziges Mal bei der Ligatkugel. Ja, genau. Und das ist auch schon über ein Jahr her. Ziemlich genau ein Jahr, glaube ich. Kann mich noch gut erinnern, das war meine Frage. Ja. Ich glaube, das war beim letzten Spielefest-Quiz. Dieses Mal haben wir hier vorgesorgt. Keine Antworten werden gespoilert, hoffe ich jedenfalls. Zumindest nicht bewusst. Richtig. Und selbstverständlich, wie könnte es anders sein, wenn wir hier bei der Spielefest-Edition sind, müssen wir natürlich auch hier Allgemeinwissen über den BDKJ prüfen, damit ihr auch alle hier über uns informiert seid. Die Aktion hat bisher auch nicht nur einmal stattgefunden, sondern auch schon öfters. Und wir sind auch schon durch. Genau, es ist, man sieht also auch, wir haben hier ein BDKJ-lastiges Publikum anwesend. Es ist die 72-Stunden-Aktion. Sie geht, wer hätte es gedacht, 72 Stunden. Und wir machen weiter mit einem Puzzle. Dieses Mal ist die Aufgabe, ordne die folgenden Kreis- und Stadtjugendringe nach ihren Mitgliedsverbänden, von klein nach groß. Also wir haben oben schon die Anzahl stehen. Ihr müsst jetzt quasi nur die Jugendringe dementsprechend zuordnen. Das heißt, wo ihr denkt, es sind 28, den ganz nach links, 64 ganz nach rechts. Und dann einfach zuordnen quasi. Und der Daniel denkt sich so, krass, in der Frage stehen doch andere Jugendringe drin. Passt das denn? So, ja, das passt. Das haben wir nochmal nachgeguckt. Okay. Oder ich habe doch das in deinem Gesicht richtig gelesen. Ja, ich war verwirrt. Das ist in Ordnung. Ja.
Genau, wir haben hier Kreisjugendring München-Land, Kreisjugendring Ansbach, Stadtjugendring Fürth und Kreisjugendring Nürnberg-Stadt. Alles Jugendringe in Bayern. Tatsächlich, ja. Alle Mitglied im Bayerischen Jugendring. Und wir sind natürlich auch Teil des Kreisjugendring Nürnberg-Stadt. Wen wundert's als BTK Nürnberg-Stadt? Also wenn wir durchzählen, sind wir schon mal bei 1. Richtig. Also Nürnberg-Stadt hat 1, das kann ich euch garantieren, das sind wir. Ja. Bei den anderen, vielleicht haben die auch keinen, ne? Ich frage mich jetzt auch mal aus dem Fenster zu lehnen und sage, Nürnberg-Stadt hat mindestens 28 Mitglieder. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder davon mindestens 28 hat. Jetzt, wir haben bisher 10 Antworten drin. Ich glaube, bei 13 Teams, die mitspielen, ihr habt jetzt noch jetzt einloggen, weil jetzt ist gleich eure Zeit dann vorbei. Ihr habt nicht mehr so super viel Zeit, also denkt euch schnell, wie das wohl sein könnte. Im Zweifelsfall einfach raten und schieben, das passt dann schon. Und da sind die Antworten auch schon da. Kann ich jetzt hier die richtige Antwort wäre gewesen. Ansbach, genau. Münchenland und dann Nürnberg-Stadt. Was hier in der von den auszuwählenden Jugendringen der größte ist. Genau, ja, Nürnberg-Stadt ist tatsächlich sehr, sehr groß. Ich glaube tatsächlich, dass nur München-Stadt noch größer ist. Was aber auch okay ist, weil die sind irgendwie so doppelt so groß. Also die Stadt München. Gut. Dieses Mal geht es um die Wahlalterabsenkung, die der BDKJ gerne hätte. Also der BDKJ setzt sich seit vielen Jahren für die Absenkung des Wahlalters ein. Auf wie viele Jahre soll das Wahlalter nach Wunsch des BDKJs abgesenkt werden? Ihr gebt jetzt eine Zahl ein. Genau. Also kein Text, eine Zahl. Also da irgendwo auf eurer Tastatur findet ihr so ein Nummernfeld oder auch auf dem Handy und da kann man Zahlen eintippen. Weil in Text hilft uns das nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht vielleicht sogar Text auch drin habe. Wer das riskieren will, dem wünsche ich viel Spaß. Aber die Zahlen, das wären die richtigen. Ja, die Zahlen ist auf jeden Fall die safe Variante. Wir haben auch schon 11 von 13 Antworten. Ich finde, das ist eine gute Quote. Ja, für den Rest möchte ich den Tipp geben, die Zahl auch immer, welche auch immer ihr sucht, ist unter 18. Woran machst du das fest? Daran, dass es Wahlalter Absenkung heißt und 18 Grad aktuell ist? Man munkelt. Und es sind die 16 Jahre, genau. Das wunderbar. Interessant. Bitte? Ich hätte das, glaube ich, falsch beantwortet, weil ich hätte wahrscheinlich 14 getippt oder so. Aber das der BJR hätte es gerne auf 14. Ja, ja, irgendwie. Das, die Menschen hier sind viel zu BDKJ-Firmen. Das Frage schwerer machen, glaube ich. Jetzt geht es um Einrichtungen des Kreisjugendrings in Nürnberg. Der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt hat 7 eigene Einrichtungen. Welche der folgenden ist keine Einrichtung des Kreisjugendring Nürnberg-Stadt? Ist es das Dokupet, die Jugendbildungsstätte Burg Honeck, das Jugendhaus Neutorzwinger oder das Kinder- und Jugendhaus Klüpfel? Da habt ihr die Frage. Sagst du nochmal kurz, wer keine Einrichtung des Kreisjugendrings ist? Also 3 davon sind eine. Das kann ich, glaube ich, verraten. Wüsstest du es, Daniel? Ich glaube schon. Also Ausschlussprinzip. Ist ja eine Option. Ja, ja, weil, also, ja, doch, ich glaube, ich würde es hinbekommen. Okay. Und Andi, du? Ich würde mich, glaube ich, sogar ein bisschen schwierig tun. Ich bin mir bei 2, wäre ich mir nicht ganz sicher, welches von den beiden das ist. Also bei mir wäre es eine solide 50-50-Chance. Ja, aber 50-50 ist, finde ich, bei einem Quiz solide, oder? Das ist doch in Ordnung. Als Telefonlocker bei irgendeinem Team engagiert oder so, Andi, das wäre ja, ich meine, notfalls hast du die Nummer von dem Kreisjugendring-Vorstand, kannst anrufen. Kriegen wir hin. Und das sind alle Antworten schon da. Ja, es ist, genau, das Kinder- und Jugendhaus Klüpfel gehört nicht zum Kreisjugendring. Die anderen gehören alle zum Kreisjugendring. Also das Dokupet, das kennt vielleicht auch die ein oder anderen, die machen vor allem Arbeit auch am Doku-Zentrum.
Vielleicht deswegen auch die Verwirrung, ob das vielleicht da eher dazu gehört. Die Jugendbildungsstätte Bokonek ist nicht in Nürnberg, ist super weit draußen, gehört aber tatsächlich zum Kreisjugendring Nürnberg und gehört auch der Stadt Nürnberg, soweit ich das auf dem Schirm habe. Also quasi dem Kreisjugendring. Genau, das Jugendhaus Neutorzwinger gehört auch mit dazu. Das wird an Verbände, an Gruppen vermietet, beziehungsweise die können das nutzen. Und das Kinder- und Jugendhaus Klüpfel ist ein städtisches Kinder- und Jugendhaus. Es gab eine Frage im Chat. Dass hier ein rein bayerisches Quiz ist. Nein. Nee, tatsächlich. Geht jetzt nur die erste Kategorie so wirklich hier um Fragen aus der Region. Die erste Kategorie ist, mach mal die Frage erstmal. Ja, die Frage genau. Wie viele stimmberechtigte Mitglieder hat der Jugendhilfeausschuss in Nürnberg? Das ist jetzt natürlich auch wieder hier auf die Region gemünzt. Sind es 70, 50, 20 oder 100? Man muss vielleicht auch dazu sagen, dadurch, dass wir ja hier regional ansässig sind, passiert auch schon immer wieder, dass da die ein oder andere Fragen mit dabei sind, die dann sich hier auf die Region oder auf die Stadt Nürnberg beziehen. Aber ich glaube, Kategorie. Also die restlichen Kategorien sind, glaube ich, sehr allgemein verträglich und beantwortbar, aber die erste Kategorie war jetzt, glaube ich, eher regional bezogen, würde ich sagen. Ich denke, das kann man so sagen. Der Jugendhilfeausschuss, für alle, die es nicht wissen, ist quasi der Ausschuss des Stadtrats, der sich eben mit Jugendhilfe beschäftigt, also quasi die Gelder für Jugendverbände, für Kindergärten, für die ganzen Dinge, die halt für Jugendliche passieren, verteilt. Es gibt auch noch den Schulausschuss, der ist nochmal extra, der halt quasi sich um die Schule kümmert und da quasi die Gelder, ich sag mal, als Fachausschuss zusortiert. Der Jugendhilfeausschuss ist generell auch einer von zwei Ausschüssen, ich glaube, neben Finanzausschuss, die jede Kommune haben muss, weil damit Jugendliche eben fachgerecht gefördert werden. Genau, die richtige Antwort wäre 20 stimmberechtigte Mitglieder. Dann gibt es noch beratende Mitglieder und dann gibt es noch die Stellvertreter. Wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man auf 73, glaube ich. Aber genau, wir haben ja nach den stimmberechtigten Mitgliedern gefragt. Das sind 20. Wäre auch die Anzahl der Stadtratsmitglieder, glaube ich, aber das ist für den Ausschuss nicht so relevant. Ja. Und wir sind schon bei der nächsten Kategorie. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Es geht um, sollen wir das schon verraten oder merkt man das dann anhand der Frage? Ich glaube, das merkt man am Titel, worum es geht. Also okay. Das ist eine schwierige Frage. Und also wir sind ja auch schon im 21. Jahrhundert, deswegen auch so, ich sag mal, so Spiele in der digitalen Welt haben schon auch so eine Relevanz. Da müssen wir doch dann gleich mal euer Wissen hier prüfen. Und dann kommen wir auch direkt mal zur Frage 1. Wofür steht das Akronym MMORPG? Ist es entweder ein Massively Multiplayer Online Roleplay Game? Ist es ein Monster Murder Order Role Protect Game? Ein Modern Multiplayer Organization Roleplay Game? Oder ein Multiplayer Modal Online Role Game? Also, das waren aber jetzt alles Zungenbrecher. Ja. Ganz einfach in der Aussprache, nicht? Ich glaube, ich weiß, warum dieses Akronym existiert, für was auch immer es stehen mag. Aber das wird sich doch auch sicher gut auf so einem Spielecover machen. Das neue Monster Murder Order Role Projection Game und darunter kommt dann irgendwann mal ein kleiner Titel. Ich glaube, da ist dann die ganze Box voll. Wobei auch, ich glaube, wer kauft noch Spiele in Boxen? Das meiste ist ja mittlerweile dann doch Download. Olli, da ist was im Chat von wegen, dass man nicht mehr reinkommt mit der PIN. Das habe ich gelesen. Das Problem ist nur, also da können wir jetzt hier leider gerade gar nichts machen, weil das Spiel abbrechen ist jetzt irgendwie schwierig, um es neu zu starten. Und ich weiß nicht, unten der PIN steht da. Das sollte eigentlich der sein, der geht. Also wenn, dann einfach nochmal auf einem anderen Gerät vielleicht probieren. Also es ist nicht der alte PIN vom Testquiz oder was auch immer, der da jetzt rechts unten steht. Nee, das ist der PIN, der jetzt hier zu dem, ja, zu dem Game gehört. Da muss ich gestehen, Birgit, bin ich jetzt überfragt. Also wenn ihr mit dem PIN, der hier unten rechts steht, also der 2915487, nicht reinkommt, habe ich leider keine weitere Idee. Außer, dass ihr es vielleicht nochmal am
an einem Laptop probiert und da mal auf kahoot.it geht, also nicht am Smartphone, sondern da vielleicht, genau, oder wie der Tim hier gerade sagt, anderer Browser mal probieren. Genau, gut. Der Großteil wusste offensichtlich, dass es das ist, was der Andi am flüssigsten aussprechen konnte. Echt, ich finde, ich habe mich ganz gut geschlagen, habe ich gehofft. Aber. Du hast überall gestolpert, das war unauffällig, glaube ich. Ja. Aber es ist auch, ich finde, das ist auch echt ein langer Name, über den man gut stolpern kann. Dann kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Und zwar sollt ihr diesmal wieder sortieren. Und zwar sollt ihr die unten stehenden Begriffe so sortieren, dass sie zu den Spielen passen. Also ihr seht, in dem Bild sind 4 Spiele aufgelistet und ihr sollt jetzt das Genre den Spielen zuordnen. Und ich finde es auch gut, wie die... Oh, das ist ja sogar sinnvoll. Auf dem Bild sind die Symbole, die passen ja fast zu den Titeln von den Spielen, die da stehen. Ja, aber nicht richtig zugeordnet. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, das hat sich jemand Gedanken gemacht. Ganz rechts ist, glaube ich, Minecraft, weil da kann man ja auch solche Edelsteine abbauen, ne? Genau. Ah! Also weiß. So oder so ähnlich. Und Tim, ich glaube, der Tipp mit Open Slides, der ist total hilfreich, wenn man gerade in der Versammlung ist, aber ich glaube, leider hier beim YouTube-Quiz. Aber nett gemeint. Du hast ja auf irgendwelche Stadtversammlungen oder was gepolt. Das hier ist jetzt nur Spaß. Du musst auch hier keinen Geschäftsordnungsantrag stellen. Wir nehmen den nicht entgegen oder so. Das aber wenn es auf Safari hängt, dann hilft es auch einfach ganz oft drauf zu tippen. So, ihr habt noch circa 20 Sekunden. Vergesst nicht, dass ihr den 10 Sekunden Delay drin habt. Durch den erscheint es immer so, als hätte man noch ein bisschen mehr Zeit, aber da lässt man sich leicht täuschen. Und mit 13 Antworten. Ich dachte, wir hätten nur 13 Teams. Ja, ist wahrscheinlich jemand nachgejoint. Scheint ja doch funktioniert zu haben. Deswegen sind wir noch nicht fertig. Ah, ich verstehe. Und die meisten konnten das Ganze richtig zuordnen. Sehr gut. Sauber. Genau. World das hätte ich jetzt erwartet. MMORPG, Minecraft, ein Sandbox-Game, Sims, also eine Lebenssimulation, wenn man so möchte. Und Bioshock ist ein Ego-Shooter. Und weiter geht's mit virtuellen Spielen. Und zwar kommen wir direkt zur Frage Nummer 3. Für welche Plattform gibt es das Spiel Half-Life 3? Tatsächlich auf dem Bild sind keine aktuellen Ingame-Szenen dargestellt von Half-Life. Ich weiß gar nicht, was ich bei dem Bild eingegeben habe, dass das rauskam. Ich glaube, hier sehen Sie, was man eingibt, wenn Olli Dinge in den Bildbrowser eingibt, um, ja, ich sag mal, Stockbilder zu finden. Aber die andere Möglichkeit, die ihr habt, ist, gibt es das Spiel für die Xbox, für die PlayStation, für den PC oder für keine der genannten Plattformen? Man muss jetzt aber auch dazu sagen, fairerweise, dass es vorher anders war, die Frage. Und vielleicht hat das Bild dazu, nee, eigentlich nee, so richtig dazu gepasst hat es auch nicht. Nee, ich finde es aber gut, es ist einfach ein Lückenfüller, weil wir wollen ja auch nichts verraten. Insbesondere, wenn wir jetzt hier Ingame-Szenen zeigen würden, würden wir Leute spoilern, dieses Spiel vielleicht noch spielen wollen. Auf ja, das wird, vielleicht das wird einer der Plattformen, das würden wir gerne wissen, welche Plattform das dann spielen kann. Und gerade wenn jetzt im Bild sehr alte Grafik zu sehen wäre, dann könnte man ja schon mal die neuen Spielekonsolen ausschließen. Zum Beispiel. Und für die Menschen, die vielleicht mit dem Namen gar nichts anfangen können, Counter-Strike läuft auf der gleichen Engine wie dieses Spiel. Oder wie die Vorgänger dieses Spiels. Danke. Und gut die Hälfte, nein, genau die Hälfte wusste, dass Half-Life 3 gar nicht existiert. Half-Life 2 existiert seit ungefähr 150 Jahren wahrscheinlich und seitdem ist auch kein dritter. 20. Nein, ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Alt auf jeden Fall. Ja. Aber in der Tat ist Half-Life 3 ja, oftmals erhofft und erwartet worden, aber nie erschienen. Und weil der Sepp hier gerade fragt, ob ich im Lauterbach-Outfit heute unterwegs bin, ich weiß, trägt Herr Karl Lauterbach sonst immer
Hemd und Fliege, dann, klar, habe ich mich da orientiert. Das ist quasi Ollis Vorbild. Und dann auch schon die nächste Frage ist wieder etwas zum Sortieren. Und zwar ist diesmal gefragt, wann die Spiele, die unten abgebildet sind, denn rausgekommen sind in Deutschland. Da müsst ihr drauf achten. Also wenn jetzt verschiedene Spiele in anderen Regionen der Welt zu unterschiedlichen Zeiten herausgekommen sind, dieses Spezialwissen dürft ihr jetzt vergessen, sondern es kommt nur auf Deutschland an. Das älteste Spiel und recht das neueste, die Zahlen, die ihr jetzt im Bild seht, das sind nur Lückenfüller. Also das ist nicht so, dass das älteste Spiel von 1980 ist, das neueste, was hier dargestellt ist, von 2022. Das sind nur, ich sag, um die Zeitskala darzustellen. Es soll nur bedeuten, von alt nach neu. Exakt. Also die Spiele sind nicht von exakt da, sondern von irgendwann dazwischen, würde ich jetzt mal grob behaupten. Obacht, Jenny, es ist nicht nach Rollercoaster Tycoon Forever gefragt, sondern nach Rollercoaster Tycoon 3. Welche von den Spielen hast du gespielt, Andy? Ich habe auf alle Fälle Rollercoaster Tycoon gespielt, aber ich glaube nicht das Dreier, sondern das Originale. Ich glaube auch, da habe ich auch nur das Alte, ja. Ich glaube, ich habe das Dreier sogar gespielt, das ist ja auch schon. Naja, ich will jetzt niemandem hier die Antworten vorwegnehmen, aber... Genau, wir wollen nicht spoilern. Aber ich meine mich zu erinnern, Rollercoaster Tycoon 3 war auch nicht das Jüngste. Also H3 habe ich auf jeden Fall schon gespielt. Ja, aber H2 ist besser. Auch das würde ich sofort zustimmen. Aber ich will auch nicht nach Qualität sortieren, sondern nach Erscheinung. Nee, ja. Und Call of Duty, boah, habe ich auch welche gespielt. Ob Modern Warfare 3 dabei war, weiß ich nicht. Ihr solltet euch ganz dringend beeilen, jetzt mal die Antworten einzuloggen. Oh ja. Es wird langsam knapp. Knapsi wird es hier. Ja, also nicht mehr viel diskutieren. Da haben tatsächlich einige hier die richtige Antwort und wussten, in welcher Reihenfolge diese Spiele erschienen sind. Das älteste von den Spielen, die hier genannt sind, ist Rollercoaster Tycoon 3, was von 2004 ist. Age of Empires 3 ist von 2005. Die Sims 3 ist von 2009 und Modern Warfare 3 ist von 2011. Genau, nichts mit 2022 und nichts mit 1980. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage dieser wunderbaren Kategorie. Und zwar, ist die PlayStation 4 vor der Xbox One in Deutschland, Obacht, in Deutschland erschienen? Auch hier wieder Spezialwissen aus anderen Ländern könnt ihr kurz vergessen. Wir wollen Deutschland wissen. Wann sind die Leute in Deutschland für die jeweilige Xbox oder PlayStation in die Läden gerannt und haben alle Läden zerstört? Und was war davon früher dran? Aber tatsächlich kommt es ja noch aus einer bisschen anderen Zeit. Da konnte man auch noch am Release-Tag in den Laden gehen und hatte eine sehr gute Chance. Du meinst, kann man überhaupt in den Laden gehen? Ja. Also... Es ist ja aktuell auch nicht so einfach, manchmal habe ich gehört. Ja, wobei gerade gibt es keinen Lockdown, ne? Weiß ja, nicht, aber da kannst du jetzt schon ein Jahr, nachdem die PlayStation rausgekommen ist, wahrscheinlich in den Laden gehen und kriegst sie trotzdem nicht. Die kriegst du ja gar nicht. Also so. Ja gut, wann ist die PS5 rausgekommen? Im Herbst, oder? Letztes Jahr? Oder war das vorletztes sogar? Nee, das ist länger her. Ah, glaub, okay, war es Herbst 20? So. Ich glaube 2020 ist die PS5 rausgekommen, oder was? Die haben tatsächlich jetzt auch wieder angefangen, PlayStation 4s zu produzieren, obwohl sie zwischendrin schon mal eigentlich im Produktionsstopp war. Weil sie sogar die noch wie geschnitten Brot verkaufen können. Ja. Es ist dieser Chipmangel, ne? Es ist schwierig. Mhm. Wobei man sich dann schon fragt, warum kann ich eine PS4 bauen, aber eine PS5 nicht? Aber wir haben schon alle Antworten da. Deswegen... seht ihr hier auch schon gleich das Ergebnis. Und es war tatsächlich so, dass die Xbox etwa eine Woche vor der PlayStation 4 erschienen ist. Und zwar ist die Xbox One am 22.11.2013 erschienen, die PlayStation 4 am 29.11.2013 in Deutschland. Aber auch eine gemeine Frage. Ja, die Profis hier müssen es wissen. Wenn Spiele Gutschein gewinnen will, muss sowas wissen. Das ist allgemein. Muss wissen, wie das mit den Spielen ist, jawohl. Ja. Das, also wirklich auf Herz und Nieren wird hier geprüft. Ja, wir prüfen jetzt aber noch mal anderes Wissen, nämlich Kirchen- und Püree-Wissen.
Genau. In der Kategorie von Weihrauch und Püree. Wer hätte es gedacht? Ja, wie gesagt, Kirche und Kartoffeln, das sind so die zwei Themen, die wir jetzt abhandeln. Fies, alles sehr fies, Jenny. Was ist fies? Ja, Jenny, du, auch deine Allgemeinbildung wird hier halt getestet. Genau, aber wir starten einfach mal, Jenny, vielleicht ist ja das Nächste was für dich. Nämlich die normale Quizfrage. Welche Reliquie verschwand 1983 unter ungeklärten Umständen aus dem italienischen Dorf Calcata? War es ein Samttuch mit dem Samen Petri, die Vorhaut von Jesu Christi, eine Amphore mit der Muttermilch Marias oder das Horn von Gondor? Wer sich jetzt fragt, boah, was ist das für eine skurrile Frage, ich möchte dazu anmerken, sie ist von katholisch.de aus einem Quiz, also ganz seriöses katholisches Wissen. Ich finde es sehr seriös, diese Frage, aber ich mag sie sehr. Ja, man muss ja nicht immer seriöse Sachen abfragen, oder? Also ich meine, wenn... Olli, also bitte, du bist hier in Hemd und Fliege. Wir sind die seriösesten Quizmaster, die diese Welt je gesehen hat. Ja. Also mit den seriösesten Fragen, die Welt auch je gesehen hat. Das ist auch wieder Grundwissen, was man halt einfach haben muss. Und ich meine, vielleicht kann man ja eine Sache schon durch das Ausschlussverfahren rausnehmen. Ah, meinst du? Möglich. Also ich fände, also ich glaube, alle vier Reliquien wären durchaus eine Pilgerreise wert. Ich weiß nicht, wie krass vor 83 nach Calcata gepilgert wurde. Vor meiner Zeit, sag ich dir, wie es ist. Wir können das probieren, Sepp, ja. Wenn ihr jetzt wieder drin seid und der Name ähnlich klingt, dann kriege ich das. Okay, das war offensichtlich sehr, sehr leicht. Ich bin gerade eher verwirrt davon, dass Menschen wissen, wo die Vorhaut von Jesus als Reliquie lag. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Leute wissen, dass das schon als Reliquie verehrt wurde und dass das andere halt vielleicht eher Quaff ist. Ich bin enttäuscht, dass niemand das Horn von Gondor genommen hat. Ja, vielleicht sind die Leute Herr der Ringe zu Herr der Ringe affin. Ja, okay, das mag sein, aber also das hätte ich schon auch gefeiert. Hallo, Tolkien war auch Katholik, ja, das hätte auch eine Reliquie sein können. Der Teaser hat gerade eine BDKJ-Wallfahrt vorgeschlagen, aber Teaser, du musst das Problem sehen, die Vorhaut Jesu wurde ja gestohlen. Die ist da nicht mehr. Das heißt, genau. Die ist da ja gar nicht mehr. Aber wir wandern weiter. Gematschte Kartoffel nennt man laut Duden auch Kartoffel. Und dann müsst ihr euch die Sachen selber durchlesen, weil wenn ich sie jetzt anfange vorzulesen, wird es vielleicht irgendwie ein bisschen seltsam, weil ich auch nicht genau weiß, wie man was dann sinnvoll ausspricht. Kartoffelbrei ist keine Option, falls es nicht aufhört. Ja, das genau. Es fängt mit P an. Das kann man, glaube ich, schon verraten. Es gibt mehrere vor heute. Meinst du das, Tim? Oder? wir werden das mal prüfen. Und im Zweifelsfall wird es dann vielleicht nächstes Jahr eine BDKJ-Wallfahrt aus Nürnberg nach zur Vorhaut geben. Und wir werden das prüfen. Das hört sich doch nach einem Antrag auch für die nächste Versammlung an, oder? Ich bin da voll dabei. Also kein Problem, der wird gestellt. Kartoffel ist auf jeden Fall ein gutes Gericht, hatte ich heute zum Abendessen. Ja, Kartoffel ist gut. Kartoffeln gibt es ja auch wie Sand am Meer. Also Kartoffeln kann man hier kaufen. Alles andere ist teuer, aber Kartoffeln sind easy. Das heißt, du brennst jetzt auch deinen Schnaps selber? Wäre billiger, als ihn hier zu kaufen, glaube ich. Aber auch nicht ganz legal. Also. Ja. Okay, das war auch zu einfach. Aber wir wollen euch ja auch Glücksmomente schaffen, deswegen haben wir auch einfache Fragen mit dabei. Das Püree war dann doch den Menschen bekannt. Ja, dass der Porree der Lauch ist. Und die nächste Frage ist, wie viele Sakramente gibt es in der evangelischen Kirche? Jetzt wandern wir quasi weiter. Wobei ich schon darauf hingewiesen wurde, dass das in der evangelischen Kirche anscheinend gar nicht so einfach ist, wie das Internet sagt. Da gibt es wohl verschiedene Strömungen, die auch sagen, dass da noch andere Sachen mit dazugehören und keine Ahnung. Also, aber ich sag mal so, der Otto Normalo, was der so denkt und weiß von der evangelischen Kirche, wie viele Sakramente es gibt, das nehmen wir jetzt in dem Fall mal. Auch hier wollen wir wieder eine Zahl von euch wissen.
Genau. Das heißt, 5 Leute haben ja schon geantwortet, jetzt sind es 6. 8. Also gut, wir steigern da stetig. Und ja, Tim, der Wahlausschuss ist antragsberechtigt. Also kannst du machen. Ich finde, der Wahlausschuss hat qualitative, hochwertige Arbeit geleistet und eine Wallfahrt als Arbeitsergebnis vorgeschlagen. Das ist auf jeden Fall tragbar. Auf jeden Fall tragbar. Genau. Auch hier wieder die 20 Sekunden. Also ihr habt noch 5 Sekunden jetzt Zeit. Dann ist bei euch quasi wieder Schicht im Schacht. Und hier laufen die letzten 10 Sekunden noch runter. Genau, es sind 2. Jetzt wäre es cool, wenn ich wüsste, welche, gell? Das wäre jetzt tatsächlich der Optimalfall gewesen. Vielleicht gibt es Menschen von der E&N mal wieder irgendwo hier im Chat. Gibt es bestimmt. Die uns das dann genauer sagen können oder uns kritisieren können, dass es nicht 2 sind oder sowas. Ich wollte gerade sagen, ich sage sie jetzt einfach, aber wenn sie nicht richtig sind, dann ist das peinlich, deswegen sage ich lieber nichts. Dann kann ja, wir, das passt. 2 rein. Schöne Sakramente. Und dann kommen wir zu einem Puzzle zum Thema Kartoffeln. Ordne die EU-Länder ihrem Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln zu. Stand 2018. Wir haben hier die Niederlande, Lettland, Zypern und Deutschland. Wir haben 21, 58, 70 und 112 Kilogramm. Wohlgemerkt pro Kopf. Kann natürlich auch sein, dass das... Ah ja, ich wurde auch hier aufgeklärt, Abendmahl und Taufe. Hätte ich sogar richtig wiedergegeben. Danke euch. 112 Kilo Kartoffeln im Jahr, das ist aber schon viel. Danke in dem Fall an die Rummelsberger Diakone, die hier mit Wissen zur Seite stehen konnten. Ja, 112 Kilo ist sau viel. Also fühle ich, muss ich sagen. Bin mir nicht sicher, wo ich mich da einordnen müsste. Das ist ja fast. Wo würdest du dich einordnen, Olli, in der Liste? Also du gehörst zu Deutschland dazu, deswegen du steigerst oder senkst den Schnitt wahrscheinlich von Deutschland. Aber wo auf dieser Liste würdest du dich einsortieren? Ja, ich glaube tatsächlich schon so bei den 70. Ja, so grob hätte ich mich, glaube ich, auch hingesetzt. Weil so. Also vielleicht nicht ganz 70, also irgendwo zwischen den 58 und den 70 würde ich mich einordnen, denke ich. Weil, also keine Ahnung, ich esse schon auch zum Beispiel echt gerne Pommes. Ja, das stimmt, sind auch Kartoffeln. Und genau, das ist ja, Kartoffeln sind ja so unglaublich vielseitig. Ja, Chips gehören auf alle Fälle dazu. Also ja, Chips gehören dazu. Also weil das ist ja keine Kartoffel mehr, aber war ja mal Kartoffel. Ich weiß nicht, ob jetzt Wodka dazu, boah, da sind meine Kartoffelkenntnisse überfragt. Das kommt wahrscheinlich auf die Studie an, aber im Allgemeinen kann ich es mir gut vorstellen, ja. Ja, weil die Kartoffeln sind ja auch verbraucht in dem Sinne, also müsste man eigentlich mitrechnen technisch. Dann wäre wahrscheinlich Russland bei 400 Kilo oder so. Höchstwahrscheinlich. Genau, aber gleich lösen wir ja auch auf. Ihr solltet eure Antwort schon abgegeben haben jetzt eigentlich. Ja. Wenn dann beeilen. Das haben auch Leute richtig. Genau, Zypern ist mit den, ich kann es hier nochmal aufmachen, Zypern mit den 21 Kilo, die wenigsten, Lettland mit den 112 Kilo am meisten und die Deutschen mit 58 Kilo, 70 Kilo die Niederlande. Da würde ich sagen, haben wir uns doch ganz solide eingeordnet. Ja, ich hätte mich, glaube ich, über den deutschen Durchschnitt eingeordnet, aber irgendjemand muss ja den Durchschnitt auch hochhalten. Also. Eben. Ich meine, Durchschnitt entsteht ja nicht von nur Bohnen essen, ne? Würde ich auch sagen. Das ist eine alte tibetanische Weisheit. Der Durchschnitt entsteht nicht vom Bohnenessen. Und wir haben noch eine Frage, die letzte Frage in der Kategorie. Wo steht bzw. hängt das größte Weihrauchfass der Welt? Ist das in Miltenberg in Unterfranken? Ist das in Santiago de Compostela in Spanien? In Hauzenberg im Bayerischen Wald? Oder in Waghäusel-Wiesenthal in Baden-Württemberg? Und da Ortschaften hier. Entschuldigung? Ich kenne exakt eine von den Ortschaften hier. Ich könnte mir vorstellen, es ist oben rechts. Möglich. Also auch ja. Die nur vom Namen her, nicht unbedingt vom, weil da war ich jetzt noch nicht. Aber also ich kann auch mal sagen, dass 3 davon wirklich große Weihrauchfässer haben.
kleiner Tipp, das auf dem Bild ist, ist nicht keins davon. Weihrauch. Das sieht auch nicht so groß aus, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, eher wieder ein Platzhalter. Aber wir haben noch ein Bild für euch, wie groß das wirklich ist. Also wir haben das, Foto, das sieht aus wie der Todesstern. Ja, also das sei schon mal vorhergesagt, also vorweg gesagt so, also es ist so Todesstern aus Master. Und Design. Und man muss dazu noch vielleicht sagen, dieses Weihrauchfass, um das es hier geht, ist auch im Guinness-Buch der Weltrekorde als größtes der Welt aufgenommen. Ja, sonst wäre es ja nicht das größte der Welt. Also. Naja, gut. Ja, so selbstgemachte Rekorde sind ja schon immer. Glaubt ja keiner, nur wenn da einer von Guinness da war. Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber. Auch definitiv fundierte Quellenforscher. Auf jeden Fall. Genau. Ja, die Leute, die jetzt dachten, das ist in Miltenberg. In Miltenberg ist das größte Transportable, der war auch fast der Welt, das ist richtig. Das steht da draußen bei dem Jugendhaus. Ist allerdings nicht das größte der Welt, sondern nur das größte, was man eben auch noch irgendwo hinschleppen kann. In Santiago ist auch ein riesengroßes, auch richtig. In Hauzenberg im Bayerischen Wald war ich im Urlaub, da ist, glaube ich, überhaupt kein besonderes Weihrauchfass. und in Waghäuser-Wiesenthal, da ist dieses Weihrauchfass. Das ist so ein bisschen, nicht mehr so ganz transportabel? Das ist nicht mehr so ganz transportabel? Das ist nicht mehr so ganz transportabel, genau, das wird auch gar nicht so oft benutzt. Aber ist riesengroß. Eintrag im Guinness-Buch der Weltrekorde haben sie dadurch. Genau. Da braucht es dann auch ein bisschen Mut drunter, Platz zu nehmen. Ich glaube auch. Wenn da so ein rauchender Todesstern über dir hängt, das hat schon so ein ganz gewisses anderes Niveau von Ehrfurcht. Wenn du doch irgendwas vertraust, was über dir hängt, dann doch in der Kirche, oder? Mensch, ärgere dich nicht. Kategorie Nummer 4. Und da steigen wir auch sofort mit der ersten Frage der Kategorie ein. Und zwar ist das, wo wurde das älteste Backgammon-Spielbrett der Welt gefunden? Ist es A in Mesopotamien, B in China, C in Ägypten oder D Griechenland? Also alles vier sind Orte, wo schon vor sehr langer Zeit Menschen gelebt haben. Ich denke mal, das kann man so auf alle Fälle festhalten. Es geht jetzt darum, wo das älteste Spielbrett gefunden ist. Tatsächlich wurden Backgammon-Spielbretter auch nicht nur in einer Zivilisation, sondern in verschiedenen sogar gefunden. Unabhängig voneinander? Ich glaube, abhängig voneinander. Okay. Aber, also sie wurden nicht zufällig gleich erfunden, aber es gibt einen Ort, wo das älteste gefunden wurde. Aber das ist auch nicht zwangsläufig unbedingt vergleichbar mit der Zivilisation, die dieses Spiel erfunden hat. Nein, das hat, glaube ich, keinen Zusammenhang. Ich fände es richtig witzig, wenn es jetzt eigentlich so ein Spielbrett ist, was dann irgendwie von 1980 ist. Oder das Spiel ist einfach gar nicht alt. Wir schreiben hier nur irgendwelche komischen Länder oder irgendwelche komischen Gebiete hin und so, dass es mega alt klingt. Wo wurde das älteste Scotland Yard-Spiel der Welt gefunden? Ja. Und die meisten, also die Hälfte, haben richtig geraten. Und zwar wurde es in Mesopotamien in der Stadt Ur gefunden. Und es gibt wohl Überlieferungen, dass es damals das königliche Spiel von Ur hieß. Und dieses Spielbrett war ganze 5000 Jahre alt, das da ausgebuddelt wurde. Da kann Scotland Yard nicht mithalten. Ich glaube nicht so ganz. Das ist ein paar Jahre jünger, glaube ich. Ein, zwei. Das ist richtig. Dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Was sollte durch Monopoly den SpielerInnen näher gebracht werden? Ist es, wie man ganz schnell reich wird? Kritik am Kapitalismus? Die Straßennamen von Chicago? Oder der Ausbau der Infrastruktur? Auch hier kann man dazu sagen, das Spiel wurde erstmals erwähnt im Jahr 1904. Und zwar von der Autorin in einem Patentschrift. Von da aus wurde eigentlich erst gar nicht so richtig angenommen von der Spielerschaft, sondern erst
wie war das? Ich glaube, 30 Jahre später oder so, als es dann Parker-Spiele gekauft hat, wurde es so richtig bekannt und ist dann durch die Decke gegangen. Nee, du kannst ja mittlerweile, glaube ich, Monopolies für jede Stadt kaufen oder so. Also. Und auch für Städte, die es nicht gibt. Zum Beispiel Bikini Bottom. Wirklich? Ja. Witzig. Ja, ich will bitte die große Krabbe kaufen. Das fände ich. Ja, alles auf große Krabbe. Ja, wirklich. Wobei das Schlimmste bei Monopoly ist ja sowieso, wenn jemand dann anfängt, die Anleitung rauszuholen. Also dann ist halt die Freundschaft auch schon vorbei eigentlich. Und die meisten wussten es. Es ist tatsächlich Kritik am Kapitalismus, was das Spiel näher bringen wollte. Denn in der Urfassung gab es sogar zwei verschiedene Spielvarianten. Die eine, die Spielvariante, wie wir sie heute kennen, wo immer ein Spieler immer reicher wird und am Ende dem alles gehört. Und es gab noch eine zweite Variante, bei der alle Spieler gleichzeitig reich geworden sind und halt immer mehr Geld bekommen haben. Und die Autorin wollte damit zeigen, dass es irgendwie ganz schön blöd ist, wenn alles am Ende nur einem gehört. Spricht auch wieder viel fürs Ziel des Spiels, wenn exakt diese Variante vom Spiel plötzlich nicht bekannt geworden ist. Dafür hassen sich alle Leute bei dem Spiel und merken, es ist blöd, wenn einem alles gehört. Also ich meine, das funktioniert schon auch irgendwie. Hat jetzt auch erreicht, aber ja doch. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar ist die Frage, was stellt der Kopf des Läufers im Schach dar? Also auf dem Bild kann man es jetzt nicht ganz so gut erkennen, aber ihr seht es vielleicht unten in der Ecke, das ist dieser spitze Hut und der hat an der einen Seite noch so einen Einschnitt. Auch auf der anderen Seite bei den weißen Figuren kann man ein paar Läufe erkennen. Ja. Du müsstest hier wieder eine Antwort eingeben. Kleiner Tipp, der Läufer ist nicht der mit dem Pferdekopf. Das ist gut zu wissen, ja. Wenn da jetzt jemand Pferd geschrieben hätte, also das fände ich schon... Was stellt der Kopf des Läufers da? Pferd. Ja. Außerdem haben wir noch einen kleinen Tipp. Versucht euch mal dran zu erinnern, wie der Läufer im Englischen heißt, weil da könnte man schon mal auf die richtige Spur kommen. Weil er ist nämlich nicht der Runner. Das wäre auch irgendwie, weiß ich nicht, zu schnell für Schach, glaube ich. Ich habe noch ganz ein bisschen Zeit. Also überlegt euch eure Antwort und gebt sie schnell ein, weil ihr müsst auch noch tippen. Ihr habt nicht mehr so viel Zeit. Und wir haben von den meisten eine Antwort. Oh, wir haben ganz viele verschiedene Antworten. Und es ist richtig, es ist die Mitra. Ich habe auch leider gesehen, einer hat Mitra mit D geschrieben. Müssen wir später nochmal schauen, ob wir das zählen lassen wollen in der Auswertung. Falls wir das noch nachverfolgen können, das gucken wir dann mal. Sagen, dass irgendwas noch... Ah, ja, kann ich. Ja, ich würde es zählen lassen, weil es ja... On the fly werden hier Sachen gezählt, das ist akzeptabel. Weil es ja doch kein Wort ist, das man alle Tage... Dann muss man die Bischofsmütze auch zählen eigentlich. War auch Bischofsmütze dabei? Ja. Oh, soll ich nochmal überprüfen? Ja, geh nochmal auf Antwort. Also eigentlich müssen wir hier schon fair sein. Ja, dann würde ich auch sagen, die Bischofsmütze zählt auch. Das sieht schon besser aus. Dann haben wir jetzt alle. Ich denke auch. Damit haben sogar 6 Leute die Antwort richtig. Also fast die Hälfte. Dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. In welche Rolle schlüpft man im Spiel des Jahres 2021? Und zwar heißt es Micro Macro Crime City. Ich habe das Spiel tatsächlich bisher noch nicht gespielt. Ich habe es nur im Internet gesehen. Es geht scheinbar darum, dass man einen riesigen Stadtplan vor sich hat. Und da dann Geschichten drin sind, die man mehr oder weniger miterlebt oder mitbekommt. Auf alle Fälle
Olli, du hast es ja schon gespielt. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe es schon gespielt und ich kann sagen, es macht richtig Spaß, es ist cool. Es ist vor allem einfach mal was Neues wieder. Also es ist einfach dieses, du hast diesen riesigen Wimmelbild-Stadtplan, auf dem man sich quasi so zurechtfinden muss. Und das ist einfach eine, irgendwie eine coole Idee. Einfach was Cooles, Neues. Und es macht auch total Spaß, da diese ganzen Geschichten quasi durchzuspielen. Also ja, ich bin Fan, ich kann es empfehlen. Kann man sich übrigens dann auch von dem gewonnenen Gutschein im Ultra Comics kaufen. Das stimmt. Ihr habt noch wenige Sekunden und jetzt solltet ihr schon eure Antwort abgegeben haben. Sehr gut. Und die meisten wussten es sogar. Ja, man spielt einen Detektiv und muss Verbrechen aufklären. Genau, und das Coole ist eben, diese Verbrechen sind alle quasi als Wimmelbild dargestellt. Das heißt, man kann quasi den Verbrecher auch verfolgen, so wo war er vorher und wo geht er danach noch hin, weil alles quasi gleichzeitig stattfindet in diesem Wimmelbild. Und das ist wirklich cool. Also es gibt auch eine Lupe dabei, weil das teilweise auch echt ein bisschen klein ist. Aber ich sag mal, mit einem guten Licht und guten Augen geht es schon auch so. Das sagt schon viel über den Spielplan aus, glaube ich. Mit chaotisch war es ja wahrscheinlich gar nicht so falsch. Das finde ich cool. Nee, aber es ist echt ein cooles Game. Dann auch schon zur letzten Frage der wunderbaren Kategorie. Durch welchen Marketing-Trick wurde Mensch, ärger dich nicht Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt? Waren es entweder bedruckte Zeppeline, beziehungsweise bemalte Zeppeline, Annoncen in den ersten Radiosendungen, große Sachspenden an Lazarette oder ein Riesenspielplan auf Marktplätzen in ganz Deutschland, in dem die Leute selbst als Spielfigur dieses Spiel spielen konnten? Alles sehr gute Marketingideen, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Das Spiel wurde in der Fassung tatsächlich in Amberg, es ist ja auch hier fast ums Eck, entwickelt. Und 2017 wurde dort ein Weltrekord mit Mensch-Ärger-Dich-Brettern sogar aufgestellt. Die hatten knapp 1700 Leute an 375 Spielbretter gesetzt. Alle gleichzeitig Mensch-Ärger-Dich-Nicht gespielt. Geil. Also, weil das ist ja auch so ein. Ja. Das ist ja auch so ein Spiel, das macht ja so richtig Spaß. Und man ärgert sich halt nicht dabei, weißt du? Ich finde, das ist dieses einfach, wenn man nur so würfelt und dann läuft man, das ist so ein bisschen fad irgendwie. Ah. Mir fällt das jetzt gerade erst auf, wir haben sehr viele Rekorde in dieser Quiznight. Das ist die Quiznight der Rekorde. Ja, das scheint mir so. Also, weil ich glaube, wir hatten jetzt jede Kategorie mindestens zwei Rekorde. Wir sind richtig gut hier. Und eine Mehrheit hat auf alle Fälle richtig geraten. Es waren große Sachspenden an Lazarette. Und zwar war das zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Genau, der Erste Weltkrieg. Und da hat der J.F. Schmidt insgesamt 3000 Spiele an Lazarette gegeben, weil die Leute haben sich dort so gelangweilt und er ist auf seiner Ware sitzen geblieben. Und dadurch, dass die Soldaten, die verletzt waren, das Spiel dann ganz toll fanden, haben sie es dann auch später empfohlen und selbst nochmal gekauft. Und dann wurde es zu dem Riesenhit. Eigentlich eine ganz solide Marketing-Idee, ne? Ja, aber auch die Zeppeline fand ich jetzt nicht so scheiße. Nee. Nur gleich viel teurer noch. Und Jenny, ich spiele auch gerne Uno, nur nicht mit euch. Das ist jetzt böse. Ja. Vielleicht verdient, man weiß nicht. Man hätte dabei sein müssen, als wir vor 3 Jahren UNO gespielt haben. Ich habe auch schon 24 Karten bei UNO gezogen, also das passiert schon mal. Ja, eben nicht, weil eigentlich darfst du ja gar nicht in eine 4 Plus auf eine 4 Plus legen. Ne? Natürlich legt man das alles aufeinander, alles andere ist langweilig. Also das ist schon wichtig. Okay, kommen wir zur letzten Kategorie dieser Quiznight, nämlich Schere, Stein, Papier. Und hier gleich die erste Frage. Was ist denn statistisch die am wenigsten verwendete Geste in Schere-Stein-Papier-Meisterschaften? Also natürlich gibt es auch Meisterschaften im Schere-Stein-Papier. Natürlich. Jeden. Es gibt auch Wok-WMs oder sowas. Also es gibt natürlich überall Meisterschaften. Und das klassische Schere-Stein-Papier besteht ja aus den drei Symbolen Schere, Stein und Papier.
Und ich sag mal, wenn man jetzt rein mathematisch das sich überlegt, ist es schon recht realistisch, wenn jedes, ich sag mal, gleich häufig vorkommt. Aber ist es auch so? Oder kommt eins von denen bei den Meisterschaften einfach häufiger vor als die anderen? Schere, Stein, Papier selber? Olli, du machst es gut. Zeig das mal allen, wie Schere, Stein, Papier. Nee, eben nicht. Ich probiere gerade für mich so, was ich anfühlt, als müsste ich es öfter machen. Okay, ja, finde ich gute Taktik. Man kann es auch im Selbstversuch testen. Das ist nicht verboten. Nur googeln darf man nicht. Ihr könnt es auch schnell daheim kurz austesten, wenn ihr zwei Leute seid oder sowas, die hier als Team teilnehmen. Allgemein stammt Schere, Stein, Papier aus Japan und war ursprünglich ein Trinkspiel. Geil. Und ich sag mal, die dann doch relativ bekannte Version mit dem Brunnen, den es ja auch noch dazu gibt, wo man dann ja quasi... Ohne Brunnen! Ja, natürlich, da muss man ohne Brunnen dazu sagen. Vor allem, wenn man den Brunnen dazu nimmt, dann sind die Gewinnchancen der einzelnen Symbole quasi nicht mehr gleich, weil dann Brunnen und Papier öfter gewinnen als Stein und Schere. Aber die Antwort dieser Frage hängt gerade nicht vom Brunnen ab, weil wir spielen hier ohne Brunnen. Aber dann würdest du ja voraussetzen, dass alles gleich wahrscheinlich ist, aber das ist es ja nicht, weil das ist ja ein Mindgame. Absolut. Also vielleicht, man weiß es nicht. Und in der Tat ist die Schere wird ungefähr zu 30% verwendet, während Stein und Papier zu 35% verwendet werden. Das weiß keiner so genau, warum das so ist. Ich meine, weil rein mathematisch müsste es gleich sein, aber das ist halt viel menschliche Psychologie auch dahinter und scheinbar verwenden Menschen einfach die Schere weniger als die beiden anderen Symbole. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass der Stein der häufigste ist, weil man einfach nichts machen muss, weil man es einfach immer vergisst. Der häufigste? Der Stein ist 0,4% häufiger als das Papier. Ah ja, okay, gut. Okay. Aber eben nochmal 5% mehr als die Schere, weil, ja. Es ist, da kann man vielleicht eine Studie drüber führen oder sowas oder eine Masterarbeit drüber schreiben, falls da jemand... Kannst du ja in Trondheim machen, wenn du zu viel Zeit hast. Ah du, Statistik ist nicht so mein Fach, also lass mal. Du darfst lieber zur nächsten Frage, die mache ich viel lieber. Mache ich gerne. Und zwar sollt ihr jetzt die folgenden Weltmeisterschaften nach Anzahl ihrer TV-Zuschauer über die gesamte Länge des Events quasi sortieren. Also die Events, die ihr hier seht, dauern ja meistens mehrere Tage. Und über die gesamte Länge wurden quasi die Zuschauerzahlen gezählt, individuelle Zuschauer. Also nicht, wenn du drei Tage lang guckst, zählst du dreimal, sondern einmal. Und sortiert bitte dieses Event von wenigen Zuschauern zu vielen Zuschauern. Das heißt, das Event dieser vier mit den wenigsten TV-Zuschauern über die gesamte Zeit sortiert ihr nach links und das mit den meisten Zuschauern sortiert ihr nach rechts. Weil es jetzt nicht drin steht, Super Bowl, weißt du, wie viel? Super Bowl weiß ich, wie viele, ja, aber Super Bowl ist ja tatsächlich nur das Finalspiel, deswegen habe ich es hier nicht mit reingenommen. Ah, okay, weil es nur um Weltmeisterschaften geht, ja, okay. Genau, weil ich jetzt quasi, das sind alles Events, die über mehrere Tage gehen, wo halt die Zuschauerzahlen deutlich größer sind als beim Super Bowl. Gut, Super Bowl wäre wahrscheinlich eins der größten Einzelereignisse. Super Bowl ist eins der größeren Einzelevents. Sage ich mal, nicht das größte, aber eins der größeren. Aber hier wollen wir die ganze Weltmeisterschaft betrachten und das ist ja beim Super Bowl nicht so, weil da spielt auch nicht die Welt mit, sondern nur die Amis. Und die Welt, ja, klar. Ich meine, man sollte hier bei der Sortierung vielleicht auch beachten, dass es natürlich regionale Unterschiede gibt, aber wir wollen die weltweiten Zuschauerzahlen. Ich sag mal, wenn man mal bei einem Deutschlandspiel einkaufen gegangen ist, weiß man, glaube ich, wie viele Menschen Fußball in Deutschland gucken, aber gucken das auch so viele in anderen Ländern. Genauso gilt es natürlich auch für die anderen Weltmeisterschaften, die hier so aufgezählt sind. Ja, also ich habe schon wirklich, wirklich ganz, ganz oft Cricket geguckt. Das ist ja auch, kann man das überhaupt in Deutschland gucken? Wahrscheinlich irgendwie Internet geht ja immer, aber ich habe jetzt in keinem Ausländer schon Cricket gesehen. Also da gibt es öfter oder. Wie mit dem Eis, den Besen und den Steinen, oder? Nein, das ist genau. Das ist Curling. Das ist Curling. Okay. Cricket ist das mit dem Schläger und dem Ball und den Tür. Oder das ist, nee, das ist Polo. Ach, also halt. Ich will jetzt nicht mehr. Warte, Cricket war das Gartenspiel, oder? Ja, genau. Ich glaube, das gibt es noch ein bisschen seriöser. Cricket wird vor allem in Indien geschaut. Zur Auflösung, die Golf Masters sind tatsächlich am wenigsten geguckt, mit ungefähr 10 Millionen Zuschauern über das gesamte Event. Wimbledon 2016 hatte 1 Milliarde Zuschauer über das gesamte Event. Die Cricket-WM ist hierzulande zwar relativ unbekannt, also der Olli guckt scheinbar, aber sonst halt sehr, sehr wenig. Nein, das ist mein Spaß, ich habe noch nie in meinem Leben Cricket gesehen. Okay.
Aber Cricket ist sehr, sehr beliebt in Indien, was ja nur mal läppische 1,5 Milliarden Einwohner hat. Deswegen hat die Cricket-WM 2019 auch 2,6 Milliarden Zuschauer über das gesamte Event im TV gehabt. Die Fußball-WM 2018 hatte noch mehr Zuschauer, das waren 3,5 Milliarden. Also quasi die halbe Weltbevölkerung hat zu irgendeinem Zeitpunkt während der WM mal reingeschaltet, was ich schon eine unglaublich große Anzahl finde. Was jetzt hier nicht mit drin ist, weil es keine Weltmeisterschaft ist, den Rekord an Gesamtzuschauerzahlen hält die Europameisterschaft 2020 mit 5 Milliarden Zuschauern. Genau. Das, okay. Aber dann allgemein oder individuelle? Allgemein, das dann allgemein, also die 4 Wochen oder wie lange es läuft, quasi irgendwann mal eingeschaltet, individuelle Zuschauer. Aber das heißt, 5 Milliarden Menschen haben irgendwann mal mindestens eine Minute der Europameisterschaft gesehen, ja. Wie viele Milliarden Menschen haben wir? 7? 7 oder 8, irgendwie sowas dazwischen. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass das richtig gezählt ist. Ja, keine Ahnung, das sind die Zahlen, die, sage ich mal, so diese Statistiken angehen. Ja, all good. Ich meine, wir erfinden ja keine Fragen, nehmen die ja immer von irgendwo her, die jetzt Daten. Haben wir Meisterschaften, sag ich mal. Jetzt haben wir ja Schere, Stein, Papier. Das heißt, kommen wir zur Kategorie Stein. Wie viele Meteoriten über 100 Gramm treffen denn die Erde ungefähr pro Jahr? Sind das 420, 20.000, 100.000 oder 1,5 Millionen? Also ich finde auch gut, dass es eine Weltraumfrage gibt, wollte ich noch sagen. Ja, Weltraumfragen sind immer wichtig. Also die sind uns schon auch besonders wichtig. Und also wir haben ja jetzt die Kategorie Schere, Stein und Papier, deswegen musste auch eine Steinfrage hier rein, weil also sonst wäre die Kategorie schon irgendwie nur so halbgar. Und dass Meteoriten so quer durch den Weltraum fliegen, ist glaube ich jedem bekannt, aber wie viele davon treffen die Erde eigentlich? Und 100 Gramm ist das jetzt, also 100 Gramm ist jetzt noch nicht so viel. Es gibt natürlich dann auch die deutlich größeren. Ich glaube, so der bekannteste dürfte der sein, der dann auch die Dinosaurier mal so ein bisschen platt gemacht hat. Der hatte aber eher mehrere Tonnen als nur 100 Gramm. Solche treffen jetzt die Erde nicht so häufig, diese paar Tonnen schweren Dinger. Aber die 100, also so, ich sag mal, kleinere Steine mit über 100 Gramm, wie oft kommen die eigentlich hier vorbei? Da ist dann aber schon gezählt, dass 100 Gramm auf dem Boden aufkommen, oder? Und nicht 100 Gramm. Nein, 100 Gramm in der Atmosphäre. Also das sind auch die, die dann durchaus auch verglühen. Also die kommen nicht alle an. Okay. Danke für die Frage. 100 Gramm auf der Erde ankommen, wäre schon sehr, sehr groß. In der Tat haben jetzt alle ihre Antwort abgegeben. Die meisten haben sie sogar richtig. Es sind etwa plus minus 20.000 Meteoriten, die in der Größenordnung ungefähr auf der Erde im Jahr ankommen. Machen wir weiter, oder? Gerne. Jetzt haben wir die Steine. Jetzt brauchen wir noch Papier. Und zwar, welche Spannweite hat denn der größte Origami-Kranich der Welt? Also wir sind ja hier an die Küste der Rekorde anscheinend. Der nächste Rekord. Wie groß war der, also welche Spannweite hatte der größte Origami-Kranich? So, ist der aus einem Stück Papier auch gefaltet worden? Ja, sonst wäre es kein Origami-Kranich. Also das ist schon wichtig. Ja, okay, aber das ist ja auch krass, weil das muss ja ein riesiges Stück Papier. Die haben beim Anfertigen haben die schon mehrere Papiere genommen und dann zusammengeklebt als ein Papier, aber dann halt verwendet. Also kleben ist ja eigentlich verboten beim Origami, aber halt, um überhaupt diese Menge an Papier zu erzeugen, haben die das quasi kleben müssen, weil sonst, du hast ja keine Papierdruckerei, die da mal eben hier, naja, eine gewisse Größe an Papier rauslassen kann. Ja, weil ein Origami-Kranich wird ja auch nicht aus einer Papierrolle, sondern aus einem Quadrat gemacht, ne? Richtig, also Origami ist klassischerweise aus quadratischem Papier und es wird normalerweise auf, ich sag mal, von Scheren und Kleber verzichtet, also wirklich nur Faltkunst. Und tatsächlich ist so diese klassische Faltkunst, wie man sie heute kennt, also hat Einfluss von Europa, China und Japan, weil alle Zivilisationen unabhängig voneinander so Faltkunst entwickelt haben und erst so in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten sich das so nach und nach einfach bisschen vermischt hat durch Globalisierung und so weiter. Deswegen, als sinnlosen Hinweis für euch hier an der Stelle, der kleinste Origami-Kranich ist 1 Millimeter groß und das kleinste Origami überhaupt ist 0,3 Millimeter groß. Mir scheint, rein statistisch haben hier sehr viele Menschen geraten, weil wir sehr viele gleichmäßige, die Antwortverteilung ist hier sehr gleichmäßig. Der größte Origami-Kranich war tatsächlich 82 Meter breit, also von einer Spannweite von 82 Metern. Entsprechend groß musste das Papier sein, um den zu falten. Wenn man übrigens, also eine japanische Legende gibt es, wenn man 1000 Kraniche gefaltet hat, dann darf man sich was von den Göttern wünschen.
Also wer auch immer gerade irgendwie einen dringenden Wunsch hat oder sowas, fangt mal das Falten an, vielleicht kriegt man dann einen Wunsch erfüllt. Aber 1000 Stück ist schon halt auch eine Menge, ne? Das ist eine, ja. Aber für einen Wunsch ist 1000 auch nicht so viel. Also wenn du ein halbes Jahr jeden Tag nicht mal 10 am Tag machst. Ich weiß nicht, wie lange man braucht, um einen Kranich zu falten. Ich wahrscheinlich ewig. Nach 100 Stück hat man es schon raus. Wahrscheinlich. Bei 1000 sollte man es auf jeden Fall dann wissen. So, aber kommen wir wieder weg zurück zu Meisterschaften. Welches Land hat bei den Olympischen Winterspielen die meisten Medaillen gewonnen? Das ist doch quasi schon wieder ein Rekord. Technisch gesehen wieder ein Rekord. Das ist jetzt nichts Neues. Aber demnächst, also die Olympischen Winterspiele beginnen ja in 6 Tagen, glaube ich, irgendwie 4. Februar oder sowas, beginnen die ja in Peking. Und deswegen musst du jetzt ja auch eine Olympia-Frage mit. Generell gibt es die Olympischen Winterspiele seit 1924. Also es sind hier wirklich nur nach den Winterspielen gefragt. Bei den Sommerspielen ist es natürlich wieder eine andere Statistik. Jetzt in Peking, was ja demnächst losgeht, Olympia, hat 15 Disziplinen und 109 verschiedene Wettkämpfe. Das heißt, quasi dieses Jahr werden 109 verschiedene Goldmedaillen verliehen. Falls und 100 ist. Silber und 109... Ja, richtig. Wobei ja da auch manchmal dann irgendwie mehrere vergeben werden, wegen Gleichplatzierung und sowas. Also das, aber ja, grundsätzlich ja. Kann es auch passieren, dass es zwei Erste gibt? Ich denke, technisch also gesehen schon. Letztes Jahr bei Olympia gab es doch beim Hochsprung, haben sich doch 2 Gold geteilt. Oh, das stimmt. Oh, vorletztes Jahr mittlerweile, glaube ich. Aber ja. Ja, 2000, was müsste es dann? Letztes Jahr. Was letztes Jahr? Ja, Sommer und Winter ist doch immer abwechselnd. Ja. Also es muss ja eigentlich. Letztes Jahr hat die Olympiameisterschaft 2020 stattgefunden. So ein Ding, weil die verschoben haben, stimmt. Ja. Stimmt, das war auch so albern mit dem Logo, ja. Jetzt, wo du sagst. Ja. Das stimmt. Bei eurer Antwort bedenkt vielleicht auch dazu, welche Länder denn so klassische Wintersportländer sind, weil es ist schon recht wahrscheinlich, dass eines von denen hier vielleicht auch die ewige Tabelle anführt. Island. Also, Kenia wird es hier vielleicht eher nicht sein. Es ist tatsächlich Deutschland, die die meisten olympischen Medaillen gewonnen haben. Okay. Dann vielen Dank fürs Mitspielen. Wir bedanken uns bei euch. Ich hoffe, einige von euch haben richtige Antworten hier geliefert. Wir müssen hier mal gleich unsere Technik noch kurz die Tabelle wieder kurz, bis ich die. Ja, ich muss jetzt hier wieder kurz die Zeit überbrücken, in der die Technik hier kurz arbeitet. Keine Sorge, du bist nicht ganz allein. Ja, doch, wir schaffen das schon. Professionelles Überbrücken der Zeit. Damit wir hier kurz mal auswerten können, wer hier denn überhaupt gewonnen hat. Ja, die Regie ist hart am Arbeiten. Ja, das Problem ist, Kahoot hat sich ein bisschen verändert. Seit zwei Wochen. Ja, Tatsache. Wild. Es ist nicht ganz so einfach, gerade das so zu bekommen, wie ich es gerne hätte. Also ich hätte es gerne eigentlich einfach wieder als Excel-Liste. Das wäre am praktischsten, da hat man einen Überblick. Ja. Klassische Excel. Aber, doch, jetzt haben wir es. Ah, sehr gut. Dann schauen wir doch mal. Warte, ich habe die Fall. Ich hab's. Jetzt haben wir es. Richtige Antworten. Mit 80%. Oh, das ist aber ein guter Schnitt. Hast du das eine Team, das zwischendrin sich umsetzt? Oh, nee, habe ich noch nicht. Moment. Da stimmt. Müssen wir noch kurz zusammenrechnen, falls die hier noch mehr richtig haben. Okay, die sind jetzt sogar 3-mal, glaube ich, drin. Leute, aber was macht reicht trotzdem nicht. Also die sind auch nicht ganz oben. Auch mit allen dreien? Nee. Okay. Können wir die Liste nochmal visualisiert bekommen? Ja, die Liste können wir visualisieren. Übrigens, Trommelwirbel. Es, glaube ich, ist der gleiche Sieger wie letztes Jahr. Ich glaube, die Spießer haben auch letztes Jahr gewonnen. Irgendwie haben schon mal gewonnen, auf jeden Fall, ja. Jetzt muss man noch dazu sagen, wir richten uns nach dem Anzahl der richtigen Antworten. Kahoot macht manchmal noch Sachen mit, wie schnell man beantwortet hat und wie viele richtig in einer Reihe waren und sowas.
Da geht es uns nicht drum, uns geht es nur um die richtigen Antworten, deswegen quasi hier die richtigen Antworten. Genau. Braucht es uns egal, dadurch, dass wir Delay haben, wird es eh einfach nur ein bisschen Quatsch. Ja, ja. Entsprechend zählen halt hier die, genau, die Anzahl der richtigen Antworten. Und mit großem Abstand haben die Spießer dieses Mal sogar gewonnen. Und wir haben nicht. Ja. Das heißt, wenn uns, Olli, du kannst ja am besten nochmal das Laufband einblenden lassen. Mit der E-Mail. Ah ja, guter Hinweis. Ich dann einfach an diese E-Mail-Adresse, die hier eingeblendet sieht, wenden könnten, dann können wir euch auch euren Gewinn, den Ultra-Comics-Gutschein, zukommen lassen. Ja, wobei der Armin hat meine E-Mail-Adresse, also ich glaube, das ist kein Problem. Ja, dass du jetzt weißt, wer das Team ist, ist natürlich ein anderes Thema. Ui, da kommen jetzt auch schon die Beschuldigungen. Ja, also Tim, wir werden natürlich im Nachhinein prüfen, das ist wie bei Olympia, ja, die Doping-Tests gibt es immer nach dem Spiel. Die werden wir prüfen und im Zweifel gegebenenfalls dann disqualifizieren und dann hat vielleicht auch jemand anderes gewonnen. Wobei ich muss schon sagen, die ersten sind schon echt erstaunlich viel Abstand zu den zweiten und danach ist es schon ein sehr knappes Feld hier. Also das Verfolgerfeld ist sehr, sehr eng. Ja, wie gesagt, Respekt. Vielen Dank fürs Mitspielen. Es war wieder mal eine große Freude. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, heute Abend mit uns zu quizzen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und hoffen, man sieht sich vielleicht, wer weiß, bei der Quiz Night 20. Nein, ich hoffe nicht, dass wir uns bei der Quiz Night 20. Wir machen ja keine Vorhersagen mehr, weil die nächste Quiz Night kommt, weil keiner mehr Lust auf Pandemie hat. Und dann gucken wir mal, vielleicht gibt es noch einen, vielleicht auch nicht. Potenziell gerade erstmal nicht. Aber ne, sagt niemals nie. Euch einen wunderschönen Samstagabend. Wie gesagt, an die Spießer, schreibt mir eine E-Mail und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.